wenn der Spitzenkandidat der SPD von Niedersachsen deshalb sagte, der bayerische Ministerpräsident Strauß sei eine Sau. Sehr schön. Grüß Gott. Es genügt nicht, Nationalbewusstsein durch Klassenbewusstsein zu ersetzen. Oh, heute habe ich schon was Falsches gesagt. Die Arbeiter gibt es ja in der SPD-Führung gar nicht mehr. Da gibt es höchstens noch Arbeiterbilder an der Wand. Oder Arbeiterdenkmäler. In der SPD-Führung, da toben sich doch ganz andere Gestalten und Figuren aus, die mit der Arbeitswelt sehr wenig oder nie etwas zu tun gehabt haben. Dies alles ist eine Sprache, die ich nicht bei uns, auch nicht auf den politischen Gegner angewendet wissen will. Da müssen wir uns unterscheiden und nicht mit gleicher Münze heimzahlen, sonst wird das Klima in diesem Lande unerträglich.